Willkommen zurück bei Father and Son. Play for fun. Ja, und das Lager ist mal wieder woanders. Hier war gerade schon Fragezeichen zu sehen. Aber müssen erstmal eben checken. Was machen wir heute überhaupt? Jetzt gucke ich mal eben schnell, ob beim Naturkunde legendäre Tiere fotografiert, etwas im Wildnislager und Zähigkeitstonika. Dann sehen wir mal erstmal zu, bevor wir irgendwas anderes machen, dass wir den mal eben fotografiert kriegen, da hinten den Kollegen. Wenn das Pferd jetzt mal anrückt. Ja, beginnt hier auf dem Sonntag direkt mit Hektik, ne? Oh, hier so ein bisschen querfeldein. Der war doch hier gerade irgendwo. Oder ist er schon weg? War ich jetzt wieder mal zu langsam. Nehmen wir eben das Pheromon. Und hoffen, dass er noch da ist. Und wenn nicht. Da hinten höre ich doch was. Legendäre Tiere sind in der Nähe. Nicht genau, woher die Laute kommen. Aha. Ja, dann. Nehmen wir auch noch ein Tarantonikum. Dann. Ah, da ist er. Dann sieht er uns hoffentlich nicht so schnell hier. Da kommen die anderen schon. Da ist vorbei mit Fotografieren. Ah, jetzt geht der Stress erstmal richtig los hier. Da. Oh. Ich wollte hier so eine schöne, ruhige Nummer haben. Am Sonntag. Und jetzt geht's hier gleich los. Da ist man ja fast versucht, normal zu starten, ne? Aber ihr wisst, es ist immer ungefiltert, ungeschnitten. So, jetzt können wir hinterher. Jetzt habe ich aber auch Bock, den zu kriegen hier, wenn das Pferd mal kommt. Wir haben ja schon ein paar verpflastert. Das ist ja jetzt wirklich selbst schuld, oder? Schnell rauf aufs Pferd und nichts wie hinterher. Und dann gucken wir mal ganz in Ruhe, was wir heute überhaupt so vorhaben hier. Oder gerade noch hier. Da ist er. Von wegen hier in Ruhe auf dem Sonntag, ne? So. Nehmen wir den mal am Stück mit. Und dann schauen wir erstmal, was liegt heute an. Dass das Lager wieder an der Ecke ist, das finde ich auch richtig mies. So, jetzt nochmal entspannt. Herzlich willkommen. Also, Gegenstände an Gast verkauft, Gewürze, Schweinefleisch, Wildfleisch und Panther, okay. Wilde Möhre gesammelt, kann man machen. Kopfgeldjäger, Gesuchte vom Schickbrief von West Elizabeth abgegeben. Zielpersonen 3 Stück und Spielerkopfgeld kassiert. Den Kadaver, die hat vom tödlichen Raubtierkadaver innerhalb. Ach, schon wieder. Und eine. 2 Versorgungsmissionen. Gegenstände mit Spaten finden, Landkarte benutzt, Sammlerstücke verkauft. Giftigen Schwarzgebrannten. Dann innerhalb von 5 Minuten und 18 Pullen. Okay. Wildnislager. Das hatte ich vor, ne? Legendäre Tiere fotografiert und Zähigkeitstonika nehmen. Ja, dann. Gucken wir jetzt erstmal, wo sind wir hier überhaupt gelandet? Da war schon wieder ein Punkt. Aber eigentlich will ich doch da oben hin. Naja, gut. Ihr wisst, es geht nicht immer danach, was ich will. Na. Jetzt gucken wir erstmal. Ist da überhaupt noch was? Ja, da wird immer noch ein Punkt eingeblendet.
Aha. Oh, hey. You. Come here, man. Come on. Schatzsucher. Ja, ist mir klar. Oh, shit. Help me, Jesus. Anyone. I'll make it work, you are. Ja, bleib entspannt. Think about this. Before you do something, you'll regret. Fine. You got so. The damn map. Now, come on. Das gibt Punktabzug in der B-Note, aber ganz ehrlich, egal. So, wir schmeißen mal eben giftigen Schwarzgebrannten weg. Dann können wir das gleich machen. Aber jetzt geht's erstmal zu Gas. Und wir verkaufen ihm 5 Dinge. Every day. All right, what have you got? Den verkaufen wir natürlich nicht, also das legendäre Tier verschnacken wir ihm nicht, sondern 5 Sachen war die Aufgabe, ne? Sure, why not? Dinge, die ich selten brauche. How many of those have you got? Und damit. Sure, keep them coming. Da seht ihr es. Zack, wir haben die Serie 28 Tage abgeschlossen. Dafür gibt es schon wieder eine Schatzkarte und ordentlich XP und nochmal 100 Dollar. You know, I envy you. The thrill of the kill, I miss it. Vielleicht verlegen wir mal unser Lager in eine andere Ecke. Dann sind die Aufgaben vielleicht auch mal ein paar andere, ne? Jetzt hier irgendwie mal eben ein Wildnislager aufschlagen. Aber ich hatte gehofft, dass hier irgendwie auch wilde Möhre wächst, die ja gefühlt überall wächst. Nur nicht dann, wenn ich sie brauche, ne? Doch nicht. Hier wächst doch sonst das Zeug wächst doch sonst an jeder Ecke hier. Ah, vielleicht fällt es euch auch auf. Ja. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht sage ich gar nichts. Nein. Ich nehme diese Folge in HD auf. Denn, ganz ehrlich, da geht das Hochladen aber deutlich schneller hier. Wenn euch das stört, gebt mir bitte eine kleine Rückmeldung. Also der zeitliche Aufwand klingt immer so schlimm. Ja, es geht wirklich deutlich schneller in HD als in 4K. Und ich weiß gar nicht, wenn ihr euch das auf dem Tablet oder Handy oder sonst wie anguckt, ich glaube, dann sieht man sowieso keinen Unterschied, ob es 4K oder HD ist. Aber gebt mir bitte eine Rückmeldung, dann weiß ich Bescheid. So, ich wollte aber was anderes gucken. Also, gewürztes Schweinefleisch und Wildfleisch. Kann ich das überhaupt machen? Da haben wir nämlich, können wir nämlich gar nicht machen. Und Wildfleisch. Nee, Rindfleisch. Bin ich denn hier? Kleinwildfleisch, Wildfleisch mit Ackerminze können wir machen. Ja dann, das andere haben wir nämlich auch. Dann machen wir das mal. Also das Verarbeiten auf den Servern geht deutlich schneller. Oh super, hätte ich essen sollen. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal was essen hier. Also auch das Verarbeiten auf den Servern geht deutlich schneller, wenn es eben nicht 4K ist. So, Schweinefleisch. Da essen wir mal was. Mit. Ach, ist doch shit egal hier. Davon eins. Und dann. Wildfleisch, wie sieht das aus? Abgehangenes Wildfleisch. Essen wir hier auch mit. Egal. Dann können wir das nämlich herstellen. Und dann erledigen wir mal direkt hier ein paar Sachen. Parallel.
müssen uns halt nur angewöhnen, es direkt zu essen. Sonst ist die Tasche nämlich wieder voll. Naja gut, wer einen entspannten Start heute sehen will, dem empfehle ich die Folge der Story mit Arthur. Jetzt habe ich wieder auf Lagern gedrückt, ne? Ich bin ein Held, ich merke das schon. So. Kann ich nämlich... Seht ihr? Ich habe es wieder hingekriegt. Ja, ja, das ist Quatschen und gleichzeitig hier nachdenken, das kann ich nicht. Also wie gesagt, wer was Entspanntes sehen will, einen entspannten Start. Heute die Folge mit Arthur. So, hauen wir uns das auch noch rein. Da geht's dann etwas ruhiger zu. Das war hier gefühlt direkt Stress. Ja, keiner gebrauchen. So, und dann noch giftigen Schwarzgebrannten herstellen. Auch gut. Dann machen wir mal eben eine Schnellreise zur Schwarzbrennerei und ziehen uns nachher das Lager in die Richtung. Da haben wir jetzt schon mal ein bisschen Gold gesammelt hier. Noch gar nicht da, ich war zu schnell. Jetzt checken wir das mal eben. Also, gewürztes Schweinefleisch müssen wir noch eins machen. Da war ich wieder zu euphorisch. Und dann essen wir einfach nochmal ein Stück Schweinefleisch. Da haben wir Wildfleisch und hier Schweinefleisch mit Oregano. Ziehen wir uns auch noch rein. Sind meine. So, da ist sie. So, Produktion ist auch abgeschlossen. Ja, das machen wir auch. So. Ah, diesmal gibt's wenigstens mal richtig Patsche. Ah, I was wondering when you were going to get here. This is a good batch, of course. They are all good batches, but this one is superior, eh? I have found genau. A buyer who will appreciate it. And most important, they will pay for it too. Now, all you have to do is to be attentive, eh? Seigneur, ayez pitié. So. Ja, diesmal nutzen wir natürlich den Kino-Kameramodus hier. Beim letzten Mal schöne Bulle kaputt gefahren. Von dem teuren Zeug hier. Wobei, hier ging es ja noch, ne? Das war da hinten. Wo ich da durch diesen Fluss gefahren bin. Das hier, also diese Straßensperre gilt uns sowieso nicht. Dann gehen diese Gegend hier, werden wir das Lager ziehen. Um mal so ein bisschen die Routine rauszunehmen, oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang, wo ich hier möglichst viel leveln wollte, Geld verdienen, da war das da oben in der Gegend wirklich schön und praktisch. Dann kennt man sich aus, dann geht das alles schnell. Aber jetzt geht es ja darum, zu spielen und nicht hier durchzuhetzen.
Also ich bin gespannt auf das quasi angekündigte Update nächstes Jahr, ob da wirklich was dran ist. Dass sich hier gegebenenfalls noch ein paar Optionen erweitern. So, hier müssen wir durchziehen. Denn wir wollen unter 5 Minuten bleiben. Ich hoffe, sie schießen mir keine Pulle kaputt. Und ich habe jetzt wirklich keinen Bock hier auf eine Kontrolle. So, jetzt ein bisschen vorsichtiger. Nicht so wie gestern. Wenn die Kameraden uns gleich folgen, denke ich. Und dann sollten wir die direkt weglöten. Vielleicht habt ihr die Folge gesehen, wo mir den Wagen gesprengt hat. Da habe ich zu lange gewartet, da waren sie zu nah dran. So, kommt da noch was? Da. Der kommt zu Fuß garantiert nicht hinterher. Oh, da kommt aber noch einer. Ein bisschen schneller hier. So. Denn ihr seht's, unter 5 Minuten sollen wir bleiben. Wenn wir uns da groß kontrollieren lassen, dann wird das nix, ne? Kann der Typ hier mal ein bisschen Gas geben. So, aus dem Weg. Und schon hagelt es Gold. Hoffe ich. Jawohl. 18 Pullen verschnackt. Und unter 5 Minuten geblieben. So, jetzt raten wir mal ein Stückchen raus. Was wächst hier? Da ist es, wilde Möhre. Dann haben wir schon mal 3. San Thymian. Ja, ich finde, es ist immer wichtig, die Taschen voll zu haben, oder? Weil erst was suchen zu müssen, da habe ich keinen Bock drauf. Also wenn man irgendwas zubereiten soll und hat die Zutaten nicht. So, dann können wir jetzt noch Schweinefleisch. Da ist es. Das machen wir auch noch. Und dann. Einlagern, weil jetzt spielt es keine Rolle mehr. Zurück zur Schwarzbrennerei. Wir schmeißen die nächste Ladung an. Vor der Tür könnte aber auch mal einer aufräumen. Habt ihr das gesehen? Da liegen so Konservendosen rum. You ready for another job? Très bien. That was a good sale. Ja, das finde ich auch. Das hat ganz gut geklappt. This one will punch hard. So, was haben wir hier? Was mit Absinth? Hier was mit Bachpflaume. Aber ich hatte doch auch hier jede Menge rum, oder nicht? Da war es wieder mit Absinth. Da ist es mit karibischem Rum. Oh, und Johannisbeere. Was machen wir denn da?
Ach komm, wir nehmen das hier mit Absinth. This will be quite special, I think. Und dann ziehen wir jetzt mal das Lager in diese Gegend. Und dann schauen wir mal, wie es mir da gefällt. Da geht's nämlich schon los. Eine Versorgungsmission. So, was sagt die Zeit? 20 Minuten. Also ich finde diese Gegend hier um Blackwater auch ganz schick. Johannisbeeren sammeln können. Wo wir hier gerade so rumstehen, ne? Und dann ziehen wir das Lager hier hin. Wollen wir nochmal gucken, wo es ist. Hier tickt schon mal was. Zeige ich euch auch sofort. Da ist es. Also exakt hier. Oh, da ist das Lager. Das ist gut. Das ist nicht schlecht. Ist es auch schon. Hey, good to see you. Genau, und jetzt erstmal den Hund streicheln. Das haben wir ja vorhin nicht gemacht. Das geht ja nicht. So. Wo ist denn jetzt hier der Tisch? Da ist er. Dann seht ihr das mal, was das bringt, wenn ihr den ganzen, das ganze legendäre Tier, legendäre, meine Güte, Tier abgebt. Irre. Da ist die Bude fast voll. Jetzt machen wir eben noch eine Mission. Jetzt bin ich gespannt hier. Us has a demand for supplies and group 2, them, has said supplies in their possession. How do we rebalance the economy? By robbing them blind, of course. Simple. Aha. Wenn er das sagt. So, begib dich zum Wagen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Boah. Ich hoffe, die kommen in diese Richtung hier. Jetzt kenne ich die Mission ja auch nicht. Oh, dann gibt das im Prinzip 20 Einheiten. So viel Platz haben wir gar nicht, glaube ich. Ja, jetzt bin ich gespannt hier, wie das geht. Wollen wir eine andere Knarre noch nehmen? Und jetzt ist nämlich die Frage, kommen die hier den Weg hochgefahren oder erstmal Hütchen aufsetzen, ne? Mal eben auf die große Karte schauen. Ich habe keine Ahnung, wo die herfahren.
Aber ja, total super, wenn die uns hier entgegenkämen, oder? Nee, machen die nämlich nicht die Horn ab. Falsche Richtung, ne? Schön ausgelegt. So, da oben ist auch noch was zum Ausbuddeln, wo wir gerade hier... Nein, 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 nicht aufs Pferd steigen, Kollege. Also auch hier seht ihr, die Zeit läuft erst, wenn ich auf den Wagen springe. Dann buddeln wir aber jetzt erst noch das da oben aus und dann kann's losgehen. Und dann müsste ich wirklich mal eine Folge machen, in der ich nur Schatzkarten abgrase, oder? Aber dafür müsste ich mich auf der gesamten Karte auskennen. Ja, komm, hier habe ich jetzt auch keinen Bock, zu den Orner zu filzen. Jetzt läuft die Zeit. Aber diesmal haben wir ja gar kein Zeitlimit. Also. Ups. Ab geht's. Ins Lager. Oh. So ein Wegweiser abgeräumt hier. Da ist das natürlich in der Gegend, wo ich sonst bin, einfacher, ne? Da kommen die einem ja quasi entgegen. Da sind die so nett. Hier ist der Weg deutlich weiter. Weil man hier ja auch jetzt nicht so gut querfeld einfahren kann. Zumindest nicht mit so einem Wagen. Ich werde es nämlich, ich werde es vermutlich trotzdem versuchen, ne? Wie immer. Ich weiß aber gar nicht. Geht's jetzt hier gleich richtig steil? Das geht, ne? Ja, das geht. Nicht, dass man hier so einen halben Abhang runterfegt. Und die Wagen hier abschüttet, ne? Da kommen die Jungs. Verteidigen ihre Ware. Muss ich ein bisschen gucken hier, nicht, dass es hier wirklich so richtig steil bergab geht. Ne? Also Wagen versenken, das wäre ärgerlich. So, schon geschafft. Well done. Oh, schickes Halstuch. Ich habe so ein ähnliches Hemd. So, Vorräte wurden abgeliefert. Und jetzt noch. Ah, die Zeit läuft uns davon, ne? Aber wir haben noch kein Zähigkeitstonikum genommen. Also müssen wir auf jeden Fall... Was ist denn jetzt hier mein Schnellreiseposten? Da, so. Auf jeden Fall eben in die warme Ecke. Oder eine kalte. Aber wir nehmen die warme Ecke. Und hoffen, dass er da schnell ins Schwitzen kommt, wenn ich da einen Mantel anziehe. Und dann holen wir uns da noch das letzte Sammlerstück von der Karte. Und dann wissen wir auch, wo die Madame ist. Dann können wir in der nächsten Folge weitermachen. So, da ist es schon. Warm. Zack. Jawohl. 33 Grad.
Ja, da müsst ihr doch gleich richtig ölen, oder? Da ist es schon soweit. Dann haben wir das nämlich. Die Hälfte erledigt. Und dann kommen wir in der nächsten Folge. Da liegt schon was. In der nächsten Folge da weitermachen. Oh, falsch rum. Oh, da ist gut. Alles klar. So, Landkarte wird der Hochkarten weg. Hier ist aber heute auch noch was. Dachte ich. Ich hatte das Gefühl, jetzt vibriert. War ich schon so ein Phantomzucken hier oder was? Hier ist nichts. Da war der Wunsch der Vater des Gedanken. Schade, schade. Ja, dann. Treten wir die Heimreise an. Da sind wir. So, wäre schön, wenn er sich auch nochmal freuen würde hier. Der Beste. Er ist und bleibt der Beste. So. Ich finde, wir haben schon einiges geschafft. Gegenstände an Gast verkauft. Schweinefleisch, gewürztes Wildfleisch und so weiter. Panther. Ja, ja. Also Möhren finden wir noch. Ah, ich weiß nicht. Händler. Können wir nachher machen, wenn er mal was abgearbeitet hat. Da habe ich garantiert genug in der Tasche. Sammler. Das schaffen wir noch. Schwarzbrenner ist fertig und Naturkundler. Ja, das kriegen wir noch hin. Ja, ganz genau. Kannst du dich auch nicht beschweren. Denn, da seht ihr's, Bude ist voll. Ja. Also, die ganzen Tierchen spenden, das wird nämlich nichts. Suchen wir uns nachher noch ein paar Möhren. Ah, ich wollte doch eben gucken, wo die Madame ist hier. Wo ist sie? Ah, heute ist sie. Bei Rhodes. Da könnten wir sowieso hin. Und dann vielleicht Alligator heute ziehen oder so. Mal gucken, wie es weitergeht. So, dann machen wir Schluss. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.